Und damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge von Dark, dem DLC. Und wir spielen heute nämlich die Gruft. Okay, beim letzten DLC haben wir ja unseren eigenen Kopf abgeschlagen. Und wie wir sehen, ist er weiterhin weg. Okay. Und wir schauen jetzt erstmal, was wir hier machen können. Okay. Also wir können hoch, runter und so weiter und so fort. Cool. Was? Mach. Aha. Lol. Lol. Dein Ernst? Okay, wir müssen jetzt mit unserem Kopf zusammen die Rätsel hier lösen. Nein. Okay, wait. Finde den Weg. Ja, nein. Ja, zwei ist so und. Ach, das ist ein Zeitintervall. So. Nein, ja, 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 nein, nein, ja, ja, nein, 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 ja, nein, ja, 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 ja. Okay, das ist jetzt eigentlich nur damit dafür da wahrscheinlich, damit das Tor nicht wieder zugeht. Ne, damit wir jetzt gleich wieder mit unserem Kopf, so wie es aussieht, irgendwas. Nein, 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 bleib doch drinnen mit dem, also die Mechanik ist auch crazy. Ja, und jetzt? Bin ich jetzt da? Lol. Lol. Und jetzt? Ja, jetzt bin ich hier. Kann ich irgendwie hüpfen? Also, warum habe ich jetzt den Kopf da hingepackt? Das macht doch gar keinen. Macht das irgendwo Sinn? Also der eine ist cool. Irgendwo wird noch geblockt. Beziehungsweise nee, der hier in der Mitte muss nur eins hoch. Jetzt aber, oder? Lol. Okay. Das war jetzt aber auch wieder tricky. Wait. So, jetzt nehmen wir uns hier unser Köpple mit. Ach, brauchen wir. Okay. Wait. Jetzt müssen wir hier nämlich wieder das Ding einsetzen, damit wir uns an den Wänden hoch und runter graveln können. Okay. Jetzt lass mal kurz überlegen. Wir müssen. Den nach da bringen. Ja. Jetzt die nach da bringen. Ja. Das war dumm. Nee, warte mal. Machen wir mal beide runter. Ja. Nein. Nein. Oh Gott. Ja. Nummer 1 ist fest. Nummer 2 ist fest.
Nummer 3 wird gleich fest sein. Sehr gut. Und Nummer 4 geht dann. LOL! Okay. Freunde, ich bin ohne Gesicht. Ein Hebel. Was kann ich jetzt wieder mit dem Hebel machen? Also erstmal muss ich das da wahrscheinlich wieder rausnehmen. Damit ich dann ihn hier wieder mitnehmen kann. Lalala, Köpfchen roll. Ist auch gar nicht creepy. Okay. So, mit dem Hebel können wir doch... Können wir nicht mit dem Hebel jetzt hier runter und... Nein, können wir nicht. Aber wir müssen erstmal... dahin, damit wir hier den Hebel setzen können. Richtig? Richtig. Okay, damit haben wir jetzt eigentlich nur einen Eingang gemacht für unseren Kopf. Super. Fuck you. Alter, hat der mich gerade... Das hat mich gerade komplett weggefrühstückt, also... LOL. Wo sind wir hier? Sind wir hier richtig? Nein. Achso, nee, ich muss ja hier lang. Oh, ich verwirrt. Ein wenig. Und jetzt? Nee. So, kann ich das Ding jetzt hier nochmal mitnehmen? Und kann ich das jetzt quasi da oben einsetzen, damit ich da mit dem Kopf quasi an der Wand lang, um da dann oben lang zu können? Also, ne, hier jetzt reinsetzen, damit ich jetzt hier runterfahre. Boah, mein scheiß Kopf gerade ist. Den muss ich jetzt erstmal gerade suchen. Der liegt, glaube ich, hier vorne. Damit ich den wieder hier mitnehmen kann. Jetzt haben wir den wieder auf meiner Brüstung. Und jetzt kann ich doch bestimmt mit dem hochfahren. Was ist los? Und jetzt mein quasi crazy hier rüber. Hier drehen, genau. Ah, das Tor aufmachen. Und hier... So? Okay, das war nicht richtig. Flup. Dazwischen auch noch in
interagieren musst. Also, das dann noch verschieben, damit du die Reihenfolge richtig hinkriegst. Fuck. Da muss erstmal einer dran. What? Okay, wait. Vielleicht nehmen wir jetzt unseren Kopf und packen den jetzt erstmal auf den Lichtschalter? Also, nur mal so, damit die keine Chance haben, mich zu sehen. Mal her hier, Wandsegment. Ja. Ich hoffe, dass er auch da drauf liegen bleibt jetzt. Sieht gut aus. Schlüssel 1. Fuck. Okay, ich habe nur einen Schlüssel. Ich brauche noch einen zweiten. Okay. Was ist, wenn ich jetzt hier runtergehe? Habe ich die nächste Tür geöffnet? Per Zufall. Jetzt kann ich hier runter und kann hier durch, ne? Genau. Du meine Güte. Das wird dir jetzt ein Spaß. Hä? Ja, ich will dich jetzt noch da haben. Den dahin. Oh Gott, ist ja so. Also ich hoffe, ich mache das jetzt auch wirklich richtig, ne? Also es wäre jetzt richtig Pain, wenn das jetzt nicht die richtige Kombination wäre. Okay. Münze mit Kratzern. Für was ist denn jetzt bitte die Münze mit Kratzern? Doch, warte. Ich weiß jetzt, wo ich die einsetzen kann. Und zwar hier drüben. Weil die wird doch bestimmt mega groß sein. Ne? Wir erinnern uns in dem ersten Part, wo wir eine Armbanduhr gefunden haben, die wir dann als Brücke genutzt haben. Und pass auf, die Münze mit Kratzern kann ich bestimmt jetzt hier eindüllen. Oh no. Ha. Aber das Gute ist, ich habe jetzt die ersten zwei Zünden. Dazu. Nein. Und einer fehlt mir. Fuck. So, okay, warte. Wir fangen jetzt mal an. Oh. Zwei, muss ich reinen. Reinen, schon. Ich kann nicht springen. Nein! Freunde, ich krieg das nicht hin. Freunde, ich krieg das nicht hin. Oh!
Das war jetzt auch tricky. Freunde, so tricky. Aber wir haben es hinbekommen. Schädelschlüssel. Okay, und mit diesem wunderbaren Schädelschlüssel, wir bringen jetzt unseren Kopf wieder zurück, weil wir müssen ja oben wieder das Licht ausmachen. Sonst kommen ja dann die Endgegner und grabbeln uns. Also als es erstmal... Wir gehen erstmal wieder zurück und gucken, dass wir unser Köpfchen quasi wieder dahin bringen, wo wir es benötigen. Licht aus, damit wir hier ungestört den letzten Schlüssel setzen können. Dann können wir jetzt nämlich wieder zurück und können den Sarg öffnen. So, kleiner Radatsch. Okay, und da können wir jetzt was machen? Hallo? Was passiert hier? Also, die Zeit läuft ab oder was soll das symbolisieren oder... Okay, das war das letzte DLC, und zwar die Gruft. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß heute dabei. Die Rätsel waren wieder knackig, wie immer. Ja, lasst gerne ein Like da, ein Comment, und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen. Und ich sage erstmal bis dahin, reingehauen!